Und damit heiße ich euch mal wieder ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge U-Boat hier bei den Junkie Monkeys. Alles klar bei euch, Männer? Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind immer noch über unserem versenkten C3-Frachter und warten darauf, dass Lisketto endlich wieder hier mal an Bord kommt, damit wir hier Haken schlagen können und uns verziehen können. Wir haben schön panzerbrechende Munition geklaut aus dem Frachtraum. Und mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Wie lange brauchst du noch? 36 Sekunden. Mein Gott, das dauert wieder. Wir müssen vorspulen. Also meiner Meinung nach müssten 36 Sekunden schon lange um sein. Ah, jetzt. Okay. Lisketto ist wieder am Start. Ab in die Ruhepause. Oder halt bevor du die Ruhepause gehst, wie sieht der? Geh erstmal in die Ruhepause. Um den Rest kümmern wir uns dann. So, und dann würde ich mal sagen, kleine Fahrt. Kurs ist gesetzt. In die Richtung und dann Haken, machen wir einen Haken und fahren mal so runter. Wir müssen ja noch hier ein paar Kilometer Patrouille machen. Das ist ja jetzt eigentlich das Wichtigste, ne? Mit dem, was wir jetzt haben, 239 Kilometer, ist ja nicht viel. Okay, wird schon schief gehen. So, wir beschleunigen das auch. Und Burago geht erstmal in die Ruhepause. Sehr gut. Okay. So. Lisketto. Herr Kaloy? Du musst nur den Tauchanzug wieder auspacken. Oh. Ach, hat er schon gemacht. Sehr gut, brauchen wir uns um nichts kümmern. So, gehen wir mal kurz gucken hier auf Klo, ob alles okay ist. Ein Abseilen. So, passt. Kurs. 98%, brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. Dann weg hier. Halbe Fahrt. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier wegkommen. So, wie haben wir es denn jetzt hier? Na, vielleicht sollten wir noch mal. Wir machen doch, oder? Ja, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen jetzt mal kurz auf Tauchen und horchen uns mal um, ob wir hier noch was finden. Schraubengeräuschtechnisch. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Kleine Gruppe, kleine Gruppe. Ja, das ist wahrscheinlich. Legen Sie den Kurs an. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Da Bestätigt. ist was los. Da fahren wir mal hin. Schneller, schneller! Das ist Herr unser Kaloy, ich Ziel. habe eine große Gruppe von Schiffen Was festgestellt. hast du? Vermutlich ein Geleitzug. Ah, wo? Sehr wohl, Herr Wechseln Kaloy. auf Dieselmotor. Wo? Wo war der Gleitzug? Runter. Nochmal tauchen. Wechseln auf Herr Galoy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Schraubengeräusche 3 bis 7. Wo fahren die hin? Da fahren wir hin. Kette. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Noch mehr Schiffsschrauben. Ich will aber jetzt zu dem Konvoi. Bitte auf Seerohrtiefe. Wechseln auf Dieselmotor. Okay. Pershing. Kampfeinsatz an die Dieselmotoren AK. Bericht verschicken. So, und Abfahrt. Das hat mir gefallen. Eine große Gruppe von Schiffen, Herr Kaloin. Mal schauen, ob wir die finden. So, und jetzt würde ich sagen,
Chief, ist das hier? Wir horchen uns nochmal um, wo die jetzt in etwa sind. Tauchen auf 50 Meter! Wechseln auf E-Motor! Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Da sind sie. 50. AK. Schneller, schneller! Anscheinend fahren wir da genau drauf, oder? Ja. Okay. Tanks anblasen. 30 auf Seerohrtiefe. Wechseln auf Dieselmotor. Druckluftreserven sind niedrig. Dann müssen wir mal schauen, ob er an die Überwachung Midway raus die Druckluftreserven mal auffüllen. Und dann Bulgaro kann dann gleich erstmal pennen gehen, wenn wir soweit sind. Ist das dein Ernst, Schmidt? Ja, nein, du sollst pennen gehen. Dann schauen wir mal, wo wir die finden. Dann schauen wir mal, wo wir die finden. Auch am Horizont. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Aber es könnte ein Ziel sein. Wir fahren da mal hin. Wir sind ja schließlich auf der Jagd. Was haben wir denn hier? Ein Frachter. Ohne Bewaffnung? Ja, mein Freund, ne? Ich denke mal, da hat Lisketto gleich was zu tun. Legen Sie den Kurs an. Schicken wir den am besten schon mal ans Deckgeschütz. Da gibt es gleich was zu tun. Was ist das überhaupt für einer? Spanier. Ja. Ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Der hat auch keine Panik, ne? Für uns. Nee, hat er nicht. Kurs setzen. Der hat null Panik. Kleine Fahrt. Was machst du denn da? Hast du gesoffen? Okay, dann inspizieren wir den mal. Den Spanier. Wir schauen mal nach, was da los ist. Aber bevor wir schauen, bevor wir uns das anschauen, Herr Kaloy, müssen wir erstmal was gucken. Und zwar bei den Fähigkeiten, ob wir da schon irgendwas ausbauen können. Okay, das ist Kartenspielen. Das bringt uns jetzt nicht so weiter. Das ist jetzt erstmal wichtig für dich, dass du diesen Punkt hast. So. Kapitän. Mal kurz wegen den Fähigkeitspunkten reinschauen. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Okay, dich machen wir auch da drauf. Herr Kaloy. Was hast du für die Möglichkeit an Fähigkeitspunkte? Noch gar nichts. Ja, okay. Herr Kaloy. Burago.
auch noch keine Fähigkeitspunkte. Kapitän? Pershing? Ach, auch noch nicht. Was ist los mit dir hier? Herr Kaloy? Okay. Okay. Bringt uns jetzt so noch nicht weiter. Schade eigentlich. Dann werden wir uns jetzt erstmal um dieses Prisenkommando kümmern. Und zwar schicken wir unseren Pershing, Max Mustermann und Opa Hans vorweg. 6 Matrosen, Attacke. So. Er fährt jetzt auch noch, ne? Ja. Okay, die sind schon da. Okay, ihre Mannschaft klettert in erste Hilfe die Fracht. Akzeptieren. Okay, wir sollen es bequem machen. Okay, etwas anderes. Sie fragen den Kapitän nach Dokumenten, aus der Fracht auf dem Schiff geladen ist und wohin sie fährt. Vigo, aber da fährst du in die falsche Richtung. Okay. Frachtraum durchsuchen. Und wenn das jetzt ein bisschen dauert, das ist egal. Wir durchsuchen jetzt erstmal den Frachtraum. Das stimmt was nicht. Sehr wohl, Herr Kaloy. Das stimmt was nicht, glaubt mir. Da ist irgendwas. Irgendwas stimmt bei dem nicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, schauen wir mal, wie das jetzt hier aussieht. Okay, weiter. Anzeigen der Transportgüter. Was sind das? T. Da ist nichts. Obwohl, nur die Engländer brauchen Tee. Befehlen Sie die Evakuierung. Ja, von wegen, wenn du zu einem Land unterwegs bist, was nicht im Krieg beteiligt ist, wieso fährst du denn hier in englischen Gewässern? Okay. Zum Boot zurückkehren. Herr Kaloy? Uah. Kapitän? Feuer. Aber wir nehmen mal andere Munition, und zwar die HE. Und Feuer. Horizont wird gesehen. Ich lasse mich da nicht drauf ein. Wird einfach versenkt jetzt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Herr Kaloy. Geht schon unter? Jawohl.
Interaktion in der Nähe. Wir retten keinen. Interessiert uns nicht. So, unsere Leute sind wieder an Bord. Ja, das sind nämlich amerikanische Rettungsboote, Freunde. Guckt euch das an. Das war hier von wegen Spanien. Das ist ein scheiß Ami gewesen. Wir sind zwar mit Amerika noch nicht im Krieg, aber das machen wir nicht mit. Das so nicht. So, da ist das nächste Ziel. Da tickern wir gleich mal hin. Schneller, schneller! Schneller, schneller! So, was haben wir denn jetzt hier? Der müsste doch schon in Sichtweite sein, oder? Alarm! Auf Gefechtsstation! Ein Transportschiff. Kanada, die machen wir platt. Kanada ist nicht unser Freund. Den werden wir noch mit versenken. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kaloy? Das könnte noch ein bisschen weit weg sein. Und Feuer. Mach sie fertig. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Treffer. Ja, das ist so. Meiner Meinung nach ist das immer alles hier ganz schön, die veräppeln ein, ne, Leute. Ich glaube immer nicht, ob das alles so stimmt. Was die uns hier immer erzählen wollen. Ne? Wo sind wir denn? Da. Deswegen, die schnacken wir jetzt weg. So, wie sieht's hier aus? Oh, der ist doch schon, ne? Salt Lake Break. Die verarschen uns mit ihren Frachtern. Kleine Fahrt, dass wir mal ein bisschen eine kleinere Kurve kriegen, weil sonst kollidieren wir gleich mit dem. Und dass wir die HE-Munition mal loswerden, das ist eine Menge wert. Lischetto wird immer besser, ne? Also muss man jetzt mal sagen. Seine Fähigkeiten mit dem Deckgeschütz sind beachtlich. Naja. Okay. Zu früh gelobt. Halbe Fahrt. Okay, der sinkt schon. Ist noch nicht evakuiert. Komm, Lischetto, ein Schuss noch. Feuer. Du mal absorben. Feuer an Deck. Sehr schön. Tja, die Engländer haben schon gemerkt, mit uns ist nicht Kirschen essen hier. Wir knacken die noch alle weg. Und Feuer! Feuer. Ja, du willst aber auch nicht absaufen, oder? Kann das sein? Du willst irgendwie nicht so wirklich ersaufen. Sie sinken. Jetzt sinken sie. Jetzt sinken sie. Dann werden wir mal festhalten auf dem Foto, so schön wie der brennt. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Wir müssen uns nur beeilen und... Oh, war ein bisschen spät. Aber naja, immerhin besser wie nix. So, okay. Lischetto, ab in die Haie. So, dann schicken wir den Bericht gleich weg. Wir retten keinen mehr. Wir haben die Schnauze voll vom Retten. Und dann werden wir mal hier so hinfahren. Das ist jetzt unser Ziel. Und mal schauen, ob wir hier noch was erreichen. Das könnte interessant sein.
So, ich glaube, da nehmen wir mal ein bisschen schneller, jetzt, dass wir hier wegkommen. Wie tief ist das hier? Okay, vielleicht sollten wir uns hier noch mal umhorchen. Gehen wir runter auf 50 Meter, hören uns hier mal um. Vielleicht finden wir die Schraubengeräusche wieder. 30. Wechseln auf E-Motor. So. 50. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Da sind sie. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Alter Schwede! Ein Geleitzug. Was ist denn da los? Was sagt der Torpedostand? Können wir uns mit denen noch anlegen oder sollten wir es lassen? Da können wir ein bisschen was versenken. Da können wir noch ein bisschen was versenken. Diese Routine bringt mich um. Das werden wir auch machen. Das Gleiche. Wir werden versuchen, die zu kriegen. So, wir bleiben auf AK. Auftauchen. Dann werden wir uns gleich nochmal darum kümmern. Lenzpumpe. Anschmeißen. Das lassen wir uns jetzt nicht entgehen, den Braten. So, wir tauchen ja sowieso gerade schon auf. Dann können wir auch schon anschmeißen alles. Und dann gucken wir doch gleich nochmal beim Deckgeschütz. Ah, da können wir nichts mehr zupacken, ne? Schade. Ah, naja. Beim nächsten Mal vielleicht. Aber auf jeden Fall werden wir uns da jetzt auf den Weg machen. Die holen wir uns jetzt. Schneller, schneller! Herr Kaloy? Wechseln auf Dieselmotor. Jawohl, Herr Kaloy. So, Opa auf die Brücke. Kette, weg hier. Da fahren wir jetzt hin. Da lassen wir uns nicht von abbringen. Müssen die nur finden. Wo sind die denn jetzt? Tauchen auf 50 Meter. Nochmal abtauchen. 50. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Wechseln auf E-Motor. Die hauen ab. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Aber die hauen nicht ab. Vermutlich ein Geleitzug. Sehr wohl, Herr Kaloy. Abfangkurs berechnen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Schneller, schneller! 30, Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Noch eine. Wechseln auf Dieselmotor. Was ist denn hier los, ey? Herr Kaloy. Herr Kaloy? Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen was tun hier. Stehen wir auf. Wir müssen jetzt gucken, dass wir so einen Konvoi kriegen. Da lasse ich mich nicht von abbringen. Ich will so einen Konvoi haben. Mahlzeit. Ah, ich fahre noch auf Batterie, ne? Ich fahre ja noch auf Batterie. So, Opa, in die Ruhe. Kursbestimmung. Burago in die Ruhe. Und dann fahren wir da jetzt hin. Da lassen wir uns nicht von abbringen. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an, meine Freunde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.
Wenn ja, lasst mir Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von U-Boot verpassen wollt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal.